Du Seth's tot. Das Harlow gehört dir. Es heißt, du hast ihn am alten Riesenrad aufgehängt. Er hat Alice getötet. Hat das ganze Viertel in die Scheiße geritten. Du Seth hat gekriegt, was er verdient. Ein Moment, wir machen sofort weiter. Ich will mal gucken, dass ich das wieder eingestellt kriege. Meine Facecam auszustellen. Mafia 3, Szene Mafia 3, Videoaufnahmegerät anzeigen. War glaube ich 2. Das ist Videoaufnahmegerät. Ist die Webcam bei mir? Ich habe 2 Webcam drin stehen, aber. So, dann geht's weiter jetzt hier. Was? Enter. Ah ja, gut, okay, jetzt haben wir Scheiße. Das alles cool mit uns. Operation Auftrag freigeschaltet. Solche Freunde, Story Auftrag freigeschaltet. Okay, Scheiße, ich wollte das Gespräch jetzt nicht unterbrechen. Das war jetzt echt doof gelaufen. Scheiße, Gespräch können wir nicht nochmal machen. Die Lawar grüßen dich und ich auch. Wir haben so viel Geld, weil du so hart gearbeitet hast. Nimm, hast es dir verdient. Okay, so. Kann ich mit ihr nochmal reden? Ich weiß, dass es viel Vertrauen braucht, mir das Hollow zu überlassen. Du wirst das nicht bereuen. Wir Schwarzen haben in dieser Stadt nur eine Chance, wenn wir füreinander einstehen. Gib mir mehr Territorium. Soll nicht dein Schaden sein. Es kann dauern, aber wenn du es versuchst, wird Emmanuel sich dir öffnen. Hab Geduld. Wir haben noch viel zu tun, aber wir können erst richtig loslegen, wenn Cell weg ist. Also bring ihn unter die Erde. Wusstest du, dass ich meine Kerzen alle von Hand ziehe? Ist gar nicht so einfach. So, okay. Ein bisschen Gespräch habe ich jetzt noch machen können. Sorry, dass ich jetzt die Unterhaltung gestört habe gerade. Aber das war nicht meine Absicht. Nee. Ach, Mensch, tut mir leid. Das war doch wirklich scheiße. Ach, da unser Auto wartet hier unten, finde ich gut. Ist ja wie Knight Rider. Die Karre hat den Weg von alleine gefunden. Die Bremsen von der Karre sind kacke. Was war jetzt eigentlich grün? Waren das diese Sicherungskästen? Das muss ich mal eben checken. Irgendwelche Bauteile. Wir haben noch ein Medipack, das nehmen wir uns auch noch mit. Da ist ja so ein Frittenstopp hier. Wir sind Clay, wir kommen überall rein. Okay, nicht mit der Maus. Skillcheck wie bei Dead by Daylight, sondern hier, was ist mit der Taste? Alles klar. Was ist unbefugtes Betreten? Ja. Was denkst du dir eigentlich? Ja, ich bin ja gleich wieder weg. Ich will nur mal hier an euren Erste-Hilfe-Kasten. Gut so. Immer schön, Sie zu sehen, mein Herr. Dann klaue ich gleich noch seine Kohlen hier. Also frech weg. Was denkst du dir eigentlich? Okay. Ich bin Anzug, ich darf das, ich bin Man in Black.
La 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 la. So, warte mal. Müsste ja irgendwo die. Ah, steck mal ein. Jawohl. So, dann minimiert sich die Karte wieder etwas. Könnte ich auf die andere Seite fahren, aber ich glaube, das ist einfacher, wenn ich jetzt zwischen die Häuser lang laufe. Um das nächste Bauteil mal eben zu erarschen. Ich glaube, das sind die, die ich an diese Sicherungskästen anbringe. Um die zu durch. Oh. Was ist jetzt mitgenommen? Sieht wohl danach aus. Rennt einfach über die Straße hier. Ach, ich muss ja hier rein. Ich bin der Fahrer. So. Steht einer mit weißen und ein mit schwarzem Verdeck hier. Okay, etwas anders, aber sind trotzdem geil, das finde ich halt. So, Donovan, wir kommen. Du gut. Okay, dann. Schon. Probleme? Die Scheißkiste macht immer wieder Bandsalat. Wenn du willst, können wir uns die neuen Informationen ansehen. Dann zeig mal, was du rausgefunden hast. Hier, bitte. Zwei der größten Drecksäcke weit und breit. Ja, Drecksäcke der Welt. E. Ja, Point Verdans Lieblingssohn Thomas Burke. Wie geht's ihm, seit Dannys tot? Vor 9 Wochen torkelt Burke in den Feinkostladen von Roman Barbieri alias der Schlachter. Ist total blau, fuchtelt wild mit seiner Knarre rum, schießt 10 Mal auf ihn. Aber was ist das Einzige, das er trifft? So einen verdammten Schinken, der zufällig im Schaufenster hängt. Die Jungs vom Schlachter haben ihn windelweich geprügelt und in eine Tonne gesteckt. Barbieri hat Point Verdun jetzt übernommen, richtig? Hat Burkes Bein mit dem Wagenheber zermatscht. Darum wollte Burke auch bei dem Raubüberfall mitmachen. Er dachte, dann ist er quitt mit Cerl und kriegt Point Verdun wieder zurück. Ich fand schon immer, dass er ein Arschloch ist. Ist er auch. Genau wie alle anderen Iren. Aber er hasst Marcano so sehr wie du. Alles klar. Vielleicht kann ich Burke zu einer Chance verhelfen, sich für Dannys Tod zu rächen. Was für eine Hackfresse. Meistens hängt er in so einem Bumslokal rum in Point Verdun. Es heißt Duffy's. Dürfte leicht zu finden sein. Ich hoffe, dass der Knabe die Mühe wert ist. Ja. Mr. Vito Scaletta höchstpersönlich. Du willst mich doch verarschen. Die letzten Monate waren richtig heftig für den alten Vito. Cerl hat ihn immer gehasst, weil er ihn für einen Maulwurf von der Kommission gehalten hat. Aber Vito ist ja unantastbar. Nach dem Überfall hat er einfach Vitos Anteil zurückgehalten. Das hat ihn unter Druck gesetzt. Er wollte verhindern, dass Vito seine Schulden bezahlen kann. Und wenn Scaletta nicht zahlen kann, erlaubt die Kommission Marcano ihn umzulegen. Vito ist nur noch aus einem Grund am Leben, und zwar, weil er wohl ein paar geheime Nebeneinkünfte hat. Mit diesem Geld konnte er es selber bezahlen. Meins muss man Scaletta lassen. Er ist nicht klein zu kriegen. Er hält länger durch, als ich dachte, aber seine Zeit läuft langsam ab. Vor ein paar Wochen hat Cell seinen Neffen geschickt. Der Junge heißt Michael Greco. Und soll Vito in River Row helfen. Greco hält seine Leute an, Vito Steine in den Weg zu legen. Und wenn Vito dann völlig handlungsunfähig ist, macht er ihn fertig. Scaletta wird wissen, was Greco geplant hat. Ich werde ihn besuchen.
Vielleicht kann ich diese Greco-Geschichte nutzen, um Skelette auf meine Seite zu ziehen. Dein Engagement wird ihn sicher freuen. Ja, ich hoffe doch. So, jetzt haben wir ein paar Infos. Ne? Ist ja mal sehr interessant. Rot gefärbte Klinge, wenn du abhaust. Wir sind jetzt Partner, der Arbeiter. Arbeiter. Mhm. Gehe zu Vito. Vito Coglione. Jetzt muss ich mal gucken, wo es hier wieder rausgeht. Moment. Hey, Vorsicht mit meinen Akten. Da gibt's ein System. Mhm. Oh, Pferderennen. Schöne alte Glotze übrigens. Aber so sahen die Sachen von früher wirklich so aus. Das ist so dieser 60er, 70er Style. Geile Sache, ey. So, wir gehen mal auf die Map. Rivero. Der Arbeiter, bin ich. Wir sind jetzt. Die Hälfte von dem Text wird natürlich Wegpunkt setzen. So. Achso, ich gehe. 20.000. Oh, ich gehe. Nee, warte mal. Moment. Oh, ich gehe jetzt erstmal. Pearls Nachtclub. Wo ist denn unsere Basis? Kann man wegscrollen. Ah. Hier müssen wir. Scheiße, ich will erstmal nach Hause. Ich will die Kohle erstmal sicher, aber 20.000 schleppt man ja nicht so mal eben so mit sich. Okay, ich habe meine Karre geparkt und jetzt steht sie wieder da. So, warte mal. Hier wird doch meine Bude angezeigt. John Donovan. Das ist. Man kann es nicht lesen wegen dem Verteilerkasten. Verteilerkasten. Okay, ich glaube, dem setze ich erstmal einen Verteilerkasten. Ich weiß nicht, ob der einen hat. Scheiße, jetzt ist der, wird er mir nicht mehr angezeigt. Doch, da. Warte mal, hier gehe ich hier lang, denke ich. Wird der grau schon gesetzt oder? Nee, noch nicht. Ich will ja wissen, was Donovan auch, ob der. Achso, warte mal, ich muss das hier wieder machen. Ob der irgendwelche Sachen hinter mir mal plant oder was, der kann mir ja auch immer einen Rückenfall, weil es kann ja auch sein, dass er selbst einfach einen Nutzen zieht von der ganzen Sache, der uns ja hilft. So. Lange nicht gesehen. Ich will nur diese beschissenen Cajuns aus dem Holo raushalten. Mir egal was. So. Ja. Wo ist denn jetzt dieser? Hey, da geht's für dich nicht lang. Doch. Genau hier muss ich hin. So, Nummer 3. Oh, tut mir leid. Raus hier oder ich rufe die Polizei. Okay. Wiedersehen. Oh, die sieht fertig aus. Sie hat wahrscheinlich zu viel gesniffelt. Müssen wir mal gucken, dass wir, wenn unsere Karre ankommt, jetzt laufe ich natürlich außen. Er ist ja wieder mal. Aber. Wie sieht er so gerade da? Das ist schön. Ich glaube, das waren Juden. Oder Amish? Könnte man drüber nachdenken. So, du zeigst mir da lang, aber ich will erst nach Hause. Ich will, dass die Kohle wegbringen. 18.000. Jetzt habe ich. Ach, müssen die ganze Kohle geben. Ich kann ja überall diese ganzen Abhöranlagen reinschmeißen, nur. Das ist immer, muss man sagen, bei Mafia 3, da verbringt man schon viel Zeit. Das ist schon fast wie GTA. Ah ja. Da geht er. Ah ja. Gebiet raus.
Rote Ziele. Oh. Jede Menge Cadillacs hier. Da würde man doch so gerne mal eine Karre tauschen, aber hier steht irgendwie nicht wirklich was Gescheites rum. So, hier steige ich jetzt mal aus. Meine Tante hat mir von den Protesten erzählt, die zur Schließung von Baron Sundys Rummelplatz geführt haben. Sie sagte, das sei eines der wenigen Ereignisse in ihrem Leben gewesen, wo die ganzen Neger eine Gemeinschaft gebildet. Diese Tage zurückzudenken und sie heute zu vergleichen. Ich wiederhole, Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Suchen! Er hat kein Blei mehr, hol ihn dir! Bitte, nicht! Weg hier! Bloß weg hier! Und wir haben schon unsere Spielchen satt! Ich schneide dir einen Schuss, er hat noch einen getötet! Weil ich's kann. Lass dich ausbluten, Stein! Wow, Munition. Komm ich nicht rein? Oder mal laufen wir hinten rum. Der hat Magenschmerzen, glaube ich. Dein Geiz nicht so gut, hä? So. Komm ich ein Hinterhof hier? Muss ich da rein? Oder hoch? Und dann rein. Das geht natürlich auch. Ich kann einfach nur oben rumlaufen, lol. Okay, das hat jetzt aber echt. Da müssen wir jetzt wieder Nussknacker Clay spielen. Grün. Ach da. Da. Und zack. Hi. Wie geht's dir? Angst und Einschüchterung überwältigen lassen, können wir auch gleich wieder auf die Baumwollfelder zurück. Ich weiß, ganz gut. Bier and Eis. Aber das Bier sieht eher aus. Dich wiederzusehen, Bruder. Ja. Mal gucken, wo er sich. Na, hier könnte doch das Klo sein, wenn ich hier reingehe. Ah, hätte ich auch da lang gehen können. Ach, ich habe voll. Ich habe fertig. Aber ich glaube mir jetzt nicht, dass. Vielleicht verfolgt er mich, dann klaue ich ihm doch die Kohle. Ich bin ja mal so ein Arsch. Was denkst du dir eigentlich? Okay, dann komm mit. Bleib hier oben, wo du hingehörst. Scheint aber jemand größer. Kein Zutritt für Kunden in diesem Bereich. Ach Mensch, geh weg. Wenn du es genauer betrachtest, ist die Musik sowas wie das Medium der Liebe. Du hörst was, was dir gefällt und übernimmst es in deinen Sound. Oder vielleicht hört ein anderer dich und der baut es bei sich ein. Am Ende ist alles ein Riesenmischmasch, wie Blut auf einem dreckigen Fußboden. Ich könnte nicht stolzer auf sie sein. So, sind wir raus. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wo ich meine Karre versteckt habe. Wahrscheinlich hinten auf der Seite. Moment, da gehe ich jetzt mal wieder rüber. Alles klar. In dem Spiel verbringt man echt viel Zeit, muss man ganz ehrlich mal dazu sagen. La 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 la. Da abbiegen. Moment. Also irgendwie muss hier doch irgendwo was sein. Was ist denn das? Ach hier. Och, Norbert. Mensch. Einfach so versteckt hier. Ha. Gut, man kann jetzt. Was machst du da, Clay? Ich kann mal nochmal Kleidung wechseln. Warte mal. Schusssichere Weste zum Beispiel.
Das lasse ich mir nicht entgehen. Da muss ich rein. Da muss ich rein. Da muss ich vorne rumlaufen, denke ich. Hm. Ich glaube, hier geht's rein. Das kann man nicht wieder mit Unbefugten betreten. Du kommst hier oben rein? Okay, ach so, scheiße. Okay. Warte mal. So, Formel, Klamotten für Gelegenheiten, wenn du schick aussehen willst, speziell. Hm. Ach so, die haben wir schon alle, ne? Aber wir können uns jederzeit, komm, wir sehen jetzt aus wie so ein Rocker, ey. Was, um? Schließe zum Freischalten die Zeichen der Zeit. Story-Auftrag, okay. Sehen wir mal aus wie Morpheus. Morpheus auch.